Es ist eines der größten Dramen in der deutschen Sportgeschichte. Vor 8 Jahren stürzt Formel-1-Legende Michael Schumacher folgenschwer bei einer Skitour. Der Unfall verändert sein Leben und auch das Leben seiner ganzen Familie. Der 7-malige Weltmeister zieht sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu, schwebt tagelang in Lebensgefahr. Über seinen genauen Gesundheitszustand ist seitdem nichts mehr bekannt. Und jetzt sprechen in einer neuen Netflix-Doku Ehefrau Corinna und die Kinder Mick und Gina so ausführlich und detailreich wie noch nie. Unglaublich. Corinna verrät, dass es um ein Haar niemals zu diesem folgenschweren Familienurlaub in den französischen Alpen gekommen wäre. Sie sagt, der Schnee ist nicht optimal. Wir könnten ja nach Dubai fliegen. Ja, eine wirklich krasse Aussage. Hätte das Ganze also vielleicht gar nicht passieren müssen. Das besprechen wir alles gleich, aber wir schauen vorher noch auf dieses Zitat von Corinna, denn es lässt ebenfalls tief blicken. Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael. Ja, und auch Mick, sein Sohn, hat es wirklich bewegende Statement abgegeben, das diesen Eindruck auch leider bestätigt. So viel zu bequatschen hätte er mit dem Vater, sagt Mick. Ich würde alles aufgeben, nur für das. Und auch dieses Zitat von Corinna berührt. Jeder vermisst Michael. Das haben wir zusammen gemacht. Über all diese wirklich berührenden Aussagen der Familie, das Drama, die Jahre ohne Michael Schumacher in der Öffentlichkeit, wollen wir nun mit einem sprechen, der sich wirklich auskennt. Seine Stimme kennen Sie auf jeden Fall aus vielen, vielen Jahren Formel 1 Berichterstattung bei den Kollegen von RTL. Christian Danner ist hier bei uns. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Christian. Hallo. Sie haben Ausschnitte zumindest aus der Netflix-Doku sicherlich schon gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht vorab auch schon die ganze. Nein. Nee, Ausschnitte. Wie berührt Sie das? Also, es ist ja so, dass Michael Schumacher direkt, nachdem ich meine Formel-1-Karriere ja beendet hatte, der nächste Deutsche war, der in die Formel 1 kam. Und ich deswegen immer ganz besonders genau hingeschaut habe, was ist da, was passiert da und so weiter. Und ich konnte dann auch über viele Jahre bei RTL diese unglaubliche Erfolgsgeschichte ja direkt mitverfolgen. Ich war bei jedem Rennen vor Ort. Und da muss ich sagen, ist diese Netflix-Geschichte halt deswegen so intensiv, weil man dort immer ein wenig überzeichnet. Also bei Netflix ist nichts so ganz normal, sondern das ist schon ganz konkret auf die emotionalen Punkte geleitet. Dort werden Szenen manchmal auch etwas anders vertont. Aber das ist unglaublich toll, weil die Emotionalität, ja, das Entscheidende war, das war die Bewegung in Deutschland. Das war nicht, dass ein Mann ein Rennen gewonnen hat. Das war Michael Schumacher. Mhm. Und diese Emotionalität ist das Entscheidende. Deswegen haben Millionen und Abermillionen Deutsche ihm, ja, ich will nicht sagen nachgeeifert, aber zumindest mal verehrt. Ihn absolut verehrt. Mhm. Christian, was meinst du, warum hat die Familie diesem Projekt zugestimmt? Sonst halten sie sich extrem zurück mit Aussagen, wie wir sie gerade gehört haben. Und jetzt so viel Privates auf einmal. Na ja, gut, es ist, ich glaube, in dem Fall besser, wenn man es selbst steuern kann. Es ist allemal besser, eine vernünftige, wohldurchdachte Aussage zu machen, auf die man sich verlassen kann, auch Vertrauen gehört da dazu, als dass irgendjemand bei irgendeiner Zeitung oder Illustrierten wieder irgendein Gerücht aufbringt. Es ist besser so. Mhm. Und ich finde, man war in der Familie Schumacher extrem verantwortungsbewusst. Und zwar immer in der Gesamtheit, nicht nur Michael gegenüber, der, wie Corinna ja so wundervoll sagt, zu beschützen ist, sondern auch den beiden Kindern gegenüber. Und dieses Verantwortungsbewusstsein spiegelt sich meiner Ansicht nach auch in dieser Dokumentation wieder. Und für die Fans ist es natürlich großartig, dass man da teilhaben darf. Tragisch natürlich die Aussage, die man jetzt hört, der Schnee ist nicht gut, vielleicht fahren wir lieber nach Dubai. Also zu Ende gedacht, hätte man sich anders entschieden, wäre er heute noch so, wie er damals war. Ja, das Schicksal hört da nicht genau hin. Also das ist etwas, was wir in anderen Sportarten und in anderen Lebensbereichen immer wieder mal erlebt haben. Und ich meine, mich hat das auch dermaßen berührt damals, als das passiert ist. Ich sage es mal ganz ehrlich,
als Ex-Formel-1-Fahrer mit einem Ex-Formel-1-Fahrer zu reden, genau darauf hätte ich mich eigentlich sehr gefreut, das mit Michael schön zu machen, denn er wäre ja bei den Grand Prix vor Ort gewesen mit Mick und so weiter. Da hätte ich er mich hätte sehr seinen gefreut. Sohn betreuen können jetzt, weil er hätte der viel jetzt mehr in Zeit der Formel 1 ist. Ja. Genau, den Sohn betreuen, er hätte viel mehr Zeit gehabt, weil Michael war ja unglaublich konzentriert, unglaublich fokussiert. Da ist ja immer nur summ, summ, summ durchs Fahrerlager und den hast du ja kaum greifen können. Und das Schöne am Ex-Formel-1-Fahrer-Dasein ist ja, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, zu schnacken mit den Kollegen. Und, wir haben noch ein paar Kollegen, die wir dazu holen können. Ja. Unter anderem den langjährigen Manager bei Mercedes, Norbert Haug. Und dann haben wir, jawohl, da ist Rainer Fährling ist noch dabei in unserer Runde, der Vorsitzende des Michael Schumacher Fanclubs. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Haug, der Christian Danner hat es gerade so schön gesagt, das wären eigentlich jetzt die Zeiten, in denen Michael Schumacher seinen Sohn Mick betreuen würde, natürlich immer an der Rennstrecke, immer an seiner Seite sein würde. Ja, das ist sicherlich so. Und der Michael hat ja am Anfang die Karriere ja wirklich in die Gänge gebracht, als Mick noch junger Kartfahrer war. Und ja, ich habe die Anfänge natürlich auch miterlebt und Mick war auch bei uns unerkannterweise oft zu Besuch auf der Rennstrecke. Ich habe sehr, sehr großartige Erinnerungen an den Michael, habe mit ihm zusammengearbeitet als Mercedes Junior damals und am Ende seiner Karriere auch. Dazwischen ein irre erfolgreicher Rivale, der aber immer den Kontakt gehalten hat. Also man konnte sich immer unterhalten, wie der Christian gerade gesagt hat, damals auch tatsächlich im Fahrerlager. Unter den Gegnern gab es immer noch ein bisschen Zeit, wo man sich ausgetauscht hat. Und es war sicherlich eine tolle Motorsportzeit, die abgestrahlt hat aufs ganze Land. Herr Haug, Sie kennen die Familie Schumacher natürlich sehr gut. Haben Sie schon die Möglichkeit gehabt, in diese neue Doku reinzuschauen? Und sind das für Sie neue Informationen, neue Emotionen, die da hochkochen? Oder sind Sie so weit in Kontakt mit der Familie, dass Sie dieses alles schon wissen? Nee, ich kenne die Dokumentation nicht. Ich werde die natürlich mit großem Interesse verfolgen, anschauen. Ich glaube auch, dass die ganz, ganz viel Resonanz finden wird. Und ich glaube, dass die Zeit Michael Schumacher, Motorsportzeit, volle Stadien, volle Rennstrecken. Es gab mal 2 Formel 1 Grand Prix pro Jahr in Deutschland. Die Älteren unter uns erinnern sich noch dran. Sehr gut. Und das war sicherlich dem Michael zu ganz großer Prozentzahl zu verdanken. Da gab es auch die Silberpfeile, da gab es eine gute Rivalität. Aber ich habe mich jetzt, als ich Max Verstappen in Sandford gesehen habe, ganz, ganz deutlich an die Schumacher-Jahre erinnert gefühlt. Ich denke, dem Christian ging es kein Haar anders. Volles Stadion, damals war alles rot, jetzt ist alles orange. Das war eine Reminiszenz an das, was bei uns mal los war in Deutschland, auf Hockenheim, Nürburgring, regelmäßig. Ja, da würden wir den Herrn Fährling gerne reinholen. Hockenheim, Nürburgring, regelmäßig. Sie waren sicherlich immer dabei. Ja, das mit 100%iger Sicherheit, weil die Deutschlandrennen konnte man ja nicht ausfallen lassen. Michael, unser Idol, also da hängen so viele Erinnerungen dran. Also ich denke, dass ich da nur stundenlang erzählen könnte. Herr Fährling, was machen diese Bilder mit Ihnen und auch diese Informationen von Corinna und den Kindern, die jetzt so durchsickern, diese Zitate, die wir jetzt alle gehört haben? Und wie sehr gieren die Fans auch nach solchen Informationen darüber, wie es Michael geht und wie es bei der Familie zu Hause ausschaut? Ja, das ist natürlich ein ganz sensibles Thema, auch für uns. Aber wir haben dann in unserem Fanclub eine ganz klare Linie. Es gibt eine Grenze bei uns und die heißt, wir werden niemals, egal wen aus der Familie oder Sabine kämen, mal nach dem Gesundheitszustand fragen von Michael. Das gehört sich einfach nicht und da sind wir alle einer Meinung. Also damit habe ich in diesem Club überhaupt keine Probleme. Und ich denke, seit Wochen sind wir jetzt schon darüber am Nachdenken, ob wir ein gemeinsames Treffen an dem Abend haben, aber leider fällt dieses Datum
mitten in die Woche, um gemeinsam zu gucken, weil wir sind quer durch Deutschland verstreut. Vor 14 Tagen hatten wir in Köln in der Motorsport World ein Race-Event. Es war ein sehr großes Thema, diese Doku. Ich habe mich auch darüber mit Jochen Maas unterhalten können und jeder fiebert dieser Doku nach. Und ich glaube, an diesem Abend wird man sehr viele Taschentücher brauchen. Jochen Maas, die guten alten Motorsportzeiten. Wir haben sie alle hier. Christian Danner, Norbert Haug, Jochen Maas, der Name fiel jetzt auch noch gerade. Ja, das war eigentlich eine große Zeit, Christian Danner hier. Ich wollte dazu noch was sagen. Norbert Haug hat einen sehr schönen Punkt gebracht, der da heißt, in Zandvoort in Holland war alles in Orange und alles Verstappen. Ja, man hat mich gefragt, sag mal, hast du sowas je schon mal erlebt? Ja, habe ich erlebt und zwar nicht nur einmal. Die Schumi-Jahre waren genau das. Und nochmal auf die Doku zurückzukommen. Ich glaube, so viele Dinge da auch, ich sage jetzt mal ein bisschen ins Nachdenkliche gehen oder ein bisschen man hinterfragt, oh Gott, Schicksal. Es ist so ein Privileg, das miterlebt zu haben. Ein solches Privileg, auch als Fan, ich meine, da sind wir sicher einer Meinung, so eine Karriere und so eine Stimmung über so viele Jahre gemeinsam erlebt zu haben. Mhm. Und das sehe ich als sehr positiv. Und auch wenn da nachdenkliche Teile dabei sind, das Schöne ist, wir haben das erleben dürfen. Ja, wir waren, und es ist der Motorsport. Es ist einfach mal Motorsport. Ich würde Norbert Haug gerne noch mal fragen nach seiner Einschätzung. Er hat ja die Familie auch verfolgt und natürlich auch die Karriere von Mick. Was schätzen Sie, was hat er da noch vor sich? Wie groß kann er werden? Ich glaube, der Mick ist auf einem wunderbaren Weg. Der Teamkollege muss mal ein bisschen gebändigt werden, glaube ich. Ich denke, der Christian kann da auch noch einen Satz dazu sagen. Aber der Mick, das ist alles Lernen. Das ist ein prima Bursche und er geht seinen Weg. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Er ist sicherlich in der Tendenz eher ein Learner. Er macht es Schritt für Schritt, aber wer die Formel 3 Meisterschaft gewinnt, wer die Formel 2 Meisterschaft gewinnt, der gewinnt die Pokale und die Ehrung nicht per Postwurfsendung, sondern hat sich die verdient. Und deshalb glaube ich, dass er ein ganz großer werden kann. Wenn ich den Maßstab seines Vaters anlege, dann fallen mir ganz viele ein, die diesen Maßstab niemals ausfüllen und erreichen werden. Der Michael war one of a kind, wird es immer bleiben. Für mich ein Idol, für mich ein Privileg, wie der Christian sagt, mit ihm gearbeitet zu haben, als 19-jähriger Bursche, genauso wie als 42-jähriger. Das war eine grandiose Zeit. Wir haben uns als Gegner respektiert. Und ich bin hier nicht der Oberbuddy, der alles weiß und alles erzählt. Aber ich habe glorreiche Jahre mit ihm erlebt. Und wenn eine Niederlage wir einstecken mussten von Rot, dann ging der Michael wunderbar mit uns rum. Wir haben Späße gemacht. Wir waren absolut harte Rivalen auf der Rennstrecke. Ich als Verantwortlicher im Hintergrund. Aber wir waren immer auf Augenhöhe und konnten uns verständigen. Und es ist, ja, es gibt kein besseres Wort, als der Christian das gesagt hat. Ein Privileg, fast ein Vierteljahrhundert, das mitgemacht und erlebt zu haben, mit ganz vielen Lehren, die hier in meinem Kopf sind und die ich mit mir trage.